Tot die chenna die. Die poeitel dan. Bring over. Thank you.
W okolicy 1996 roku, jak był ten zjazd prezydentów, był ich 9. Tam był Paweł, był prezydent Ukrainy. Jaki jest Polen? Jest to? Polen! To jest lokalne Wetterwarnung. Wir filmen da, ja. Und ja, wir kommen jetzt mal so über die Straßennummer da. Sie kommt auch, aber sie gibt mir dann den Kopfhörer, wenn sie zurückbleibt. Das ist nicht scharf, weiß ich. Auf der sind hier die ersten Gebäude von seiner späten Zeit. Aber auf jeden Fall sehen Sie ja das Gebäude. Das war auch noch.
sehen Sie die Sternzeichen, also mit Beginn, mit Anfangsdaten von jedem und kurz vor. Die Grenze zwischen Österreich und Russland im Nordosten der Monarchie war um jene Zeit eines der merkwürdigsten Gebiete. Das Jägerbataillon Karl Josefs lag in einem, in dessen Mittelpunkt sich seine zwei großen Straßen kreuzten. Die eine führte vom Osten nach Westen, die andere von der Schlossruine zur Damm. Der Pater Paterno. Ja, ich weiß, der ist schon lang gestorben. Also war der Russe nicht drin. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Warum? Ich bin blind. Anna, bis dann.
Jetzt können wir dann ins Café rausgehen. Ja. Der macht ein Schaschlik. Der Pferdl macht ein Schaschlik. Mit einer Narkose bitte, voll Narkose, weil da kennen sie nicht regional. Von Listel auch sowjetisch. Jetzt zurück zum Thema Kosaken. Also die Kosaken. Thank you.
Deutschland dabei. Und der ist ans Mikrofon gekommen. Und da gibt es ein Unternehmen, was arabische Länder exportiert, Saudi-Arabien und so weiter. Und das ist ein Massengrab hier organisiert, die Leute unbeerdigt. Und ja, in dieser Form, also dieses Denken. Super Skigebiet. Weiß ich nicht, was er vorhat, aber auf jeden Fall.
Zaun sehen Sie auch, wir werden jetzt entlang diesen Zaun fahren. Und da unten ist der Theiß und der Theiß ist die Grenze. Also hier. Ja, diese Tiefe im Mittelalter.